Willkommen hier zur primären Folge von Las Vegas. Wir sind heute in der, ja, Glücksspielmetropole. Ich freue mich extrem, denn auf dieses Rennen freue ich mich auch schon in Wirklichkeit. Hier mitten in der Wüste ein extrem geiles Nachtrennen in unserer F1 2023, meine Teamkarriere mit Audi in Season 1. Wir haben sogar den Eiffelturm hier, 6,1 Kilometer und nur 17 Kurven. Machen das Ganze eigentlich ziemlich genial und auch 2DS-Zonen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei. Instagram, TikTok unbedingt. Und jetzt geht's los. Ab in die erste Kurve. Das ist auch, finde ich, die mit Abstand schwierigste Kurve. Denn hier musst du echt mit dem Gas triggern. Denn die dreht sich halt ein wie eine Schnecke. Und dann hier, ja, natürlich ist die Strecke noch nicht ganz drin. Trotzdem finde ich, es ist eine tolle Strecke, sie macht richtig viel Spaß auf Meer und ja, das kann ein gutes Ergebnis heute werden mit einem sehr interessanten Ausgang. Hier geht es dann runter in eine sehr enge, ja, Zwischensequenz hier und dann ja in die nächste eher schlechte. Ich mag die Schikane gar nicht, die ist auch mit den Autos irgendwie nicht zu befahren. Links diese riesen Weltkugel, finde ich sehr geil, dann hier natürlich der Exit. Unfassbar wichtig, da haben wir das Grand Hotel vorne, geradeaus und dann geht es dann hier den Strip runter und natürlich Aushängeschild der Strecke ist die XXL lange Geraden, wo man Topspeed-Werte bis 365 oder noch mehr wäre. Und da sind wir nun auf der ewig langen, es ist keine Geraden, aber es ist eine ewig lange Vollspeed-Passage und hier gucken wir unten, wir sind auf 330, 340, 350 und 355, das ist abnormal, trotzdem 57, 58, ja, dann stehen wir leider an, da haben natürlich andere Autos, andere Teams einen höheren Topspeed-Wert. Das ist Platz 17, hier beim Exit muss man rechtzeitig 8 aufpassen, denn da kommt die Mauer ganz, ganz nah, es ist 16. Startplatz, ist natürlich semi-gut, aber wir wissen, Qualifying ist eher der schwächere Tag, gucken wir uns die Startplatz an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Verstappen, Fernando Alonso, Sainz, Norris, Perez, Gasly, Hülkenberg, Stroll, Bottas, Ocon, Albon, Doohan, der Wissenschaftler, Magnussen, Tsunoda, Joe, Sargent, Oscar Piastri und Nick de Vries. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Oscar Piastri aus der letzten Startreihe ist natürlich nicht so gut, aber wir starten hier in der Kurve, auch interessant. Und jetzt geht's los, großer Preis von Las Vegas, unser Debüt. Let's go! Hier kommen wir eher semi-gut weg. An Jack Doohan können wir hier im Windschatten dann in Turn 1 gehen, die ja das auch zulässt. Denn links hat man richtig viel Platz, rechts auch. Und jetzt wird es eng. Jetzt werden nämlich alle ein bisschen zusammen gedrückt. Und jetzt ja mache ich da die Tür auf, dass da wieder ein, zwei durchkommen. Ich wollte aber auch nicht zu hardcore zuziehen, sonst wäre das nicht so ja, gut gewesen. Das ist nur Platz 15 aktuell. Also ja, 14. Den Alexa, den Esteban holen wir uns hier. Der bleibt aber links dran. Jetzt sind wir vorbei und jetzt wird es halt interessant werden. Wo kommen wir noch hin? Wir sind auch mit den roten Reifen gestartet. Habt das gesehen und das sind eh nur 18 Runden. Hier lässt sich auch gut reinhalten, aber natürlich bin kein großer Fan dieser Schikane. Jetzt hier dann in einen Stroll dran. Der könnte ja auch noch auf dieser langen geraden Geschichte werden, denn unser DRS ist nicht so gut, unser ERS ist nicht so gut, aber unser Windschatten-Effekt ist unheimlich strong. Hier nehmen wir die ja, Hardcore, ich würde sagen Schneidekunst, denn es war kein Abkürzen, es ist ein Schneiden. Und jetzt im Windschatten, da kommen wir gut dran an Lance Stroll. Das ERS ist auch aufgedreht, das können wir uns auch eh nicht oft leisten. Aber gerade in der Runde 1 geht das hier. Wir stehen bei 355 km/h, da muss ich kurz vom Gas gehen und jetzt haben wir den 12. Platz immerhin. Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg und Perez, der sich hier mal wieder für eine interessante Strategie entschieden hat, mit den weißen Reifen zu starten. Das ist natürlich eine gewagte Strategie. Im Windschatten von Hülkenberg und jetzt geht's in die letzte Kurve und Hülkenberg bleibt darüber. Wir kommen im Windschatten jetzt auch noch an Perez dran.
Und wer bremst später? Wir bremsen später. Das ist jetzt auch noch an Perez. Oh mein Gott, so kann es weitergehen. Ja, es ist natürlich jetzt eine größere Lücke zu den Vorderleuten. Auch Gasly, Norris, das sind eh eher Fahrer. Da müssen wir uns eh eher strecken, dass wir die holen. Gucken wir uns mal die Replay an. Und das sieht auch echt verdammt weird aus, dass manche in einer Kurve starten. Und auch die Abstände sind richtig groß. Also die Löcher da zwischen den Autos sind riesig. Und hier kommen wir dann besser weg als der Williams. Aber ja, in Turn 3 oder was das ist, da hatte ich halt, oder Turn 2 glaube ich ist das, hier bin ich dann weit gegangen, zu spät auf der Bremse und da kannst du auch nichts mehr korrigieren. Jetzt sind wir in Runde 2 und wir haben es tatsächlich auch geschafft, hier an Esteban dran zu kommen. Denn da vorne ist ein Schleicher unterwegs, der bremst da die paar Leute ein. Es könnte ein Ferrari sein, also die sind da ordentlich am Fighten. Wir haben auch Perez abgeschüttelt, der ist jetzt aus dem DRS-Fenster draußen. Aktuell läuft es ziemlich gut hier und dann ja, geht's wieder in den letzten Sektor. Der ist halt unfassbar. Ja, da brauchst du auch ein echt schnelles Auto und ja, das haben wir halt auch teilweise noch nicht leider. Lewis Hamilton mit 1,35, die Strecke ist genial, die ist wirklich cool, es gibt wirklich nur ein, zwei Änderungen. Wie gesagt, Turn 1 mag ich nicht besonders und diese Schikane um diese Weltkugel oder was das ist, die bin ich jetzt auch nicht so hype drauf, denn es ist einfach nur eng und wird zu Unfällen führen. Links finde ich auch cool, wie diese Las Vegas-Schilder leuchten, aber generell natürlich, die Kulisse macht sie aus. Das Rennen, glaube ich, wird auch am Samstag stattfinden, also von Samstag auf Sonntag, also irgendwann so 6, 7 Uhr in der Früh, dann bei uns in Europa. Und bei denen wird es dann Samstagabend sein, das ist auch sehr interessant. Hier gehen wir in die erste Kurve rein und da können wir jetzt auch an Pierre Gasly vorbei. Der ist gut und wir haben wieder diesen Bug, ich habe einen Fahrer, da scheidet einer aus, oder? Ja, da lassen wir ihn genug Platz, hat trotzdem gelangt. Perez ist hinter uns, Gasly wieder vorbei, der hat sich da vorbei gedrückt und jetzt drückt auch Perez an. Ja, da wollte ich nochmal abdecken, aber ich darf ihn nicht zweimal kreuzen, da lassen wir Perez mal vorbei. Der wäre, ja, würde später sowieso vorbeigekommen. Ein Williams fährt da ganz, ganz abgeschlagen hinter uns her und jo, der lässt da wirklich die Tür offen. Ich bin auch überrascht, dass die Reifen so lang halten, wir haben jetzt Runde Nummer 6. Und die Reifen haben gerade mal ein bisschen was über 30%. Das ist wirklich minimal. Also wir hatten da wirklich, da ist schon eine große Steigerung zu sehen. Der Reifen, boah, das war knapp mit der Mauer. Der Reifenverschleiß ist wirklich wesentlich besser geworden als zu Beginn der Season. Aber man merkt jetzt auch, dass die mit den weißen Reifen fahren, an Fahrt aufnehmen. Also natürlich, die Reifen haben jetzt auch das Betriebsfenster locker erreicht. Und ja, auch natürlich ein Perez. Da müssen wir wieder abdecken, aber diesmal wird es nicht mehr reichen. Doch. Diesmal reicht es noch, da können wir innen vorbei, war das knapp, Halleluja. Also da wird wirklich mit Rad an Mauer, aber trotzdem war da noch alles, ist noch alles dran, Gott sei Dank. Und hier auch die Kurve, ich bin noch immer noch ein bisschen im Zwiespalt, wie ich die Kurve richtig fahren soll. Manchmal probiere ich die erste Linkskurve richtig hart zu schneiden, um dann natürlich die rechte nur leicht streicheln zu müssen. Aber das ist wirklich eher schwierig noch rauszufinden. Pierre Gasly hat sich jetzt gut absetzen können, aber der hängt sich auch ein bisschen in den Windschatten von Norris. Der ist natürlich, aber die werden da auch alle ein bisschen aufgehalten. Deswegen entscheide ich mich hier für den verfrühten Boxenstopp, denn ich werde sowieso Futter von Hülkenberg, aber auch von Perez und Bottas ist auch nicht weit weg. Also wir können hier nicht, also wir können hier nicht verlieren. Ich bin noch einmal abgedeckt, aber das hilft auch nichts. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. Denn die Boxen einfach. Ah nein, dieses hier. So, hier können wir noch einmal an Perez vorbeigehen. Das ist jetzt eher unnötig gewesen, dass wir den zurücküberholt haben. Trotzdem, ja, der Schönheitshalber sind wir jetzt hier immer noch auf einem Punkt, bevor wir in die Box reinfahren. Die Boxen einfach auch sehr interessant. Hier kommt eine späte Kurve. Aber ja, auch alles geschafft. Hinter Piastri rausgekommen, 9. Platz. Aber ja, Jack Doohan hatte hier anscheinend Probleme. Also, wir haben es auch vorhin gesehen. Da wurde es einmal gelb, dann nochmal gelb, dann ist er ganz langsam gefahren und jetzt fährt er da irgendwie, na, 20 Sekunden hinterm Rest von. So, Alonso war in der Box, Lance Stroll war in der Box, die konnten wir beide holen. Pierre Gasly, Lando Norris nicht. Aber, na, mein Gott, ist das hier eng. Aber wir konnten hier mit einem, jo, späten Einbremsmanöver eigentlich gut überholen. Jack Doohan jetzt erst in der Box, okay, auch interessant, dass mir das erst jetzt angezeigt wird. Ja, Lando Norris ist auch machbar.
DRS, ich glaube, wenn wir das aufdrehen, da könnten wir auch gewinnen, nur aus der Kurve raus, glaube ich, haben wir nicht verloren. Das DRS ist noch hier und der wird auch ein bisschen hier aufgehalten von den guten Verstappen, aber der wiederum wird von Leclerc und Sainz, die beiden raufbolde, und das könnte jetzt echt gut für uns werden, hier auf dieser unfassbar langen Geraden am Strip von Las Vegas. Ja, möchte ich mich hier mal dran saugen, denn ich bekomme auch ordentlich Druck von hinten. Es ist Gasly, es ist Alonso, die sind beide im Windschatten im DRS und die sind auch beide schneller wie ich. Und das, ja, jetzt hat es aber gereicht mal, dass wir vorne bleiben. Ja, aber jetzt hier unfassbar eng. Unfassbar eng, und guckt euch das mal an. Ein Viererfight hier, Verstappen wird von den sehr schwächelnden Ferraris aufgehalten. Da können wir an Lando Norris easy vorbei. Ja, hier ist es leider jetzt auf Null, aber das ist egal. Und auch hier an Max Verstappen, rechts antäuschen, gehen wir links rein. Okay, das war knapp, Rad an Rad. Und ja, Verstappen verliert zwar den Platz, aber wir können hier den fünften Platz uns behaupten. Ich habe irgendwie keine Erwartungen ans Rennen gehabt, aber trotzdem, ja, da zieht Norris wieder vorbei. Ich hatte wirklich keine Erwartungen an das Rennen, aber trotzdem können wir hier wirklich sagen, das ist ein unfassbar geiles Rennen. Es macht richtig viel Spaß. Auch wenn man natürlich mit schwachen Waffen auf der langen Geraden, ja, leider zu kämpfen hat. Also das ist wirklich bad. Hier dann gegen Checo, da sind wir, das ist auch eine gute Überholmöglichkeit, um Asi-Moves zu wagen. Also später reinbremst man über, da lässt es wirklich gut zu, die vorletzte Kurve. Die ist dafür echt toll. Und da, oh mein Gott, das war echt hart. Da waren wir echt ganz knapp dran. Aber da guckst du mal wirklich aufs Dashboard oder so. Und dann ist die Mauer wirklich gleich da. Es ist ähnlich wie Monte Carlo. Dann hier, da haben wir einmal abgedeckt und dann ist Paris zwar durchgeschlüpft, konnten wir aber noch einmal das Ganze korrigieren. Ja, der linken Vorderachse geht es jetzt nicht mehr so gut heute. Die sollten wir jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen schonen. Trotzdem, es ist wirklich unfassbar eng und unfassbar knapp, dieses ganze Rennen heute. Da hatten wir diesen Fight von vorhin. Eine sehr interessante Konstellation, was sich da gegeben hat. Das war mir mal gut, schön an die Mauer dran. Da werden wir auch einige, glaube ich mal, Klatscher sehen im Rennen. Das ist wirklich nah, da kommst du auch wirklich nah dran. Dann hier an Lando vorbei und ein später Zupfer gegen Max Verstappen. Rad an Rad, wie oldschool damals. Und das ist Platz Nummer 5. Jetzt sind wir in Runde Nummer 14. Und was könnte noch Besseres passieren? Wir haben gut Vorsprung zu Verstappen. Der wird uns zwar noch... Red Flag, natürlich kommt jetzt noch die Red Flag. Und da besteht tatsächlich, ja, noch die Chance aufs Podium heute. Auch wenn ich mir das natürlich jetzt nicht irgendwie wünschen würde, aber... Natürlich wünschen würde ich es mir schon, aber es ist schwierig. Jeder hat jetzt die gleichen Reifen, denn wir gehen auf Rot. Noch einmal, das wird ein Sprint. Zwei Runden vor Schluss, jetzt noch einmal alles rausballern, was geht. Also jetzt zeigt sich wirklich, wer da Nerven hat und wer nicht. Es ist noch der letzte Run mit den roten Reifen. Restart P5. Einer der besten Startplätze der kompletten Season. Let's go. Zweiter Start hier in Las Vegas. Wir kommen besser weg als Charles Leclerc und auch besser als Carlos Sainz Jr. Und Hamilton, ja, der drückt sich ein bisschen rein. Da kann ich auch nichts stark machen. Jammern. Ah, da ist schon wieder gelb hinten. Bitte nicht nochmal Safety Code, irgend so eine Scheiße. Kollision mit Sainz. Das ist klar, ich hatte hier auch keinen Platz zum Atmen. Lance Stroll ist draußen, ist natürlich schade für ihn. Trotzdem ist es der vierte Platz. Das wären fucking 16 Punkte. Wie geil wäre das denn, Leute, wenn wir den vierten Platz ins Ziel retten? Und da kommen wir ganz nah zur Mauer dran. Ja, ich weiß natürlich, dass das harte 2-3 Runden werden. Doch hier auf der Geraden sind wir an Lewis Hamilton dran. Guckt euch das an. Und da ist sogar Sainz auf dem ersten Platz, Leute. Es besteht sogar die Chance, dieses Rennen heute zu gewinnen. Es ist ein Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Wir sind in der vorletzten Runde hier in Las Vegas. Und ja, Russell muss sich hier mit Sainz abbrechen. Der ist nämlich unfassbar langsam. Hat es aber irgendwie geschafft, an Sainz vorbeizukommen. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine Rechtskurve. Sainz bleibt vorne und die öffnen uns die Tür mit diesem Fight auf, ja, ganz, ganz anderen Boden. Im Windschatten, da kommen wir nochmal schön dran, aber natürlich will auch Lewis Hamilton ein Stück vom Kuchen abhaben. Der will da auch vorbei an uns. Und ja, wir kommen noch sehr sauber hier durch, gut durchgekommen. Im Windschatten, ERS on, leichter Küsser mit der Mauer wieder, diesmal der rechte Vorderreifen. Und da schaffen wir es tatsächlich hier an Carlos Sainz vorbei. Na, vorbei noch nicht, jetzt sind wir mal dran.
Ja, und da titscht er gegen die Mauer, der Druck zu hoch und da kann ich aber auch nichts machen. Das war natürlich jetzt eher semi-gut, dass das IS auch genau jetzt ausgehen muss. Das ist echt schade. Das ist natürlich kacke und unfassbar eng. No way, Carlos Sainz deckt mit diesem Move Hamilton ab und lässt uns die Tür offen. Ja, der verbremst sich hier und berührt uns da. Und Leute, wir sind hier auf dem zweiten Platz in Las Vegas. Ich hätte mir das nie träumen lassen können. Ich meine, wir sind vom 16. Platz gestartet und sind einfach hier in der letzten Runde auf den zweiten Platz. Besteht sogar noch eine kleine Chance, das Rennen hier zu gewinnen. Das reicht aber nicht. Jetzt auf der Geraden. Ja, da fehlt es uns am Pace. Und da kommt links der Sainz, rechts der Hamilton. Die fahren da ein bisschen ineinander. Es ist trotzdem immer noch toll. Der dritte Platz. Jetzt hier die letzte Chance, hier irgendwie an Carlos Sainz Jr. ranzukommen. Der Windschatten ist enorm. Wir fahren hier 360. Es geht in die letzte Kurve rein. Und wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben hier Carlos Sainz Jr. überholt. Und wenn ich hier keinen Fehler mehr mache, werden wir heute das Rennen auf dem zweiten Platz beenden. Und das in fucking Las Vegas beim Debütrennen. Es ist unfassbar. Und wir schaffen es tatsächlich. Es ist der zweite Platz hier in Las Vegas. Wir gucken uns noch einmal die Replay an vom Restart. Ich bin so unfassbar stolz. Wir haben es geschafft, Leute. Es ist P2. Was für ein verdammt geniales Rennen. Also besser wäre es nicht mehr gegangen. Hier dann außen besser als Leclerc gestartet. Wollte ich außen hier meine Reise wagen. Hat nicht ganz funktioniert. Da hatten wir auch die Verwarnung für die Berührung mit Sainz bekommen. Diesmal auch die Kurve ordentlich erwischt. Und im Windschatten konnten wir uns dann dran saugen. Und das ist dann vermutlich, ja, der entspannteste Moment überhaupt. Denn hier hinten. Die karierte Flagge weht und die Fans jubeln. Las Vegas hat einen Champion. Der Strip wurde erobert. Was denkst du, Stefan? Wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Wie gut schmeckt Champagner? Das ist echt eine gute Frage. Es sind 18 Punkte, die wir hier mitnehmen. Also wow. Wow, 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 wow. Dieses Rennen hatte wirklich alles. Und ja, natürlich auch das grande Finale mit dem Podium. Wir sind in der Weltmeisterschaft 127 Punkte hinten. Mit 127 Punkten auf dem 8. Platz. Und auch hier haben wir 127 Punkte. Und wir haben den 5. Platz vermutlich behalten, denn es sind fast 40 Punkte Vorsprung. Zu den Alpine-Jungs, die McLaren sind uneinholbar. Und jetzt suchen wir uns dann noch zum passenden Finale, werden wir heute uns noch einen neuen Fahrer aussuchen, denn den Bug gibt es leider bei uns im Game immer noch. Ich muss mir heute schon einen Fahrer aussuchen, also sprich vor dem letzten oder ja nach dem letzten Rennen sucht man sich ja normalerweise den Fahrer für die nächste Season aus. Wir müssen ihn den jetzt schon aussuchen und der wird dann auch schon das letzte Rennen bestreiten dürfen. Also ich gebe den da jetzt auch nicht viel Hoffnung, dass sich der das schnell reinarbeitet. Trotzdem freue ich mich und ihr dürft euch auch freuen, wen wir da nehmen werden. Das sehen wir auch noch jetzt. Jetzt werden natürlich noch Sponsoren hier hinzugefügt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die bringen uns natürlich auch fortblickend viel, viel Kohle hier rein. Und ja, Echo haben wir aktuell. Das sind alles natürlich die Mindestanforderungen, die wir hier mindestens schaffen können und die ich mir auch stelle. Shark ist sehr bekannt.
Vanciero Italiano 1907 Italia. Schaut ziemlich brauchbar aus. Schließt als Team 30 Runden pro Rennen ab. Das ist, oder pro Wochenende. Das ist schaffbar. Das ist echt schaffbar. Audi geht hier. Wir werden aber auch uns einen neuen Helm nehmen. Für Abu Dhabi. Für das letzte Rennen hier in der F1 23 in unserer ersten Season. Es ist nicht die letzte. Das verspreche ich euch. Und da werden wir auch mal gucken, welcher Helm so funktioniert. Ich habe mich für die Pink-Türkis Kombi entschieden, denn die ist echt interessant und ich finde, die passt zu Miami, aber auch zu Abu Dhabi. Und ja, neuer Vertrag, das kann jetzt nochmal heiter werden, denn diese Verhandlungen werden immer passig. Eins kann ich euch sagen, Piastri ist zwar gut gewesen, den werden wir aber nicht mehr nehmen. Es war auch Jack Doohan gut und das heißt, wir haben jetzt drei Fahrer in einer Saison gehabt. Wir sind schlimmer als Red Bull, das muss ich leider sagen. Und zuerst war meine Intuition Lando Norris. Doch, da hapert es ein bisschen noch mit unseren Sachen. Auch ein bisschen so in der Zwickmühle mit Esteban Ocon, Gasly. Aber auch mit Yuki Tsunoda. Und da kontaktieren wir das erstmal jetzt mal Yuki. Und da fehlt schon ein Personal. Und da wusste ich auch, dass das mit Norris vermutlich nicht funktionieren wird. Und schaut auch gerne auf TikTok vorbei. Auf it's_tobi macht da die 13k voll. Der ist wirklich alles los. Ja, funktioniert natürlich leider nicht. Und dann entschied ich mich so ein bisschen. Schaut auch gerne den Link in die Bio und abonniert gerne kostenlos, falls euch die Videos gefallen. Und hier seht ihr es dann, ich bin die ganze Zeit so um Nigel Mansell herum. Und ja, so ist es dann auch geworden. Wir werden den Schnauzer nehmen, den Porno-Balkenmann. Wir werden hier mit Nigel Mansell in die zweite Season als Fahrer gehen. Ich freue mich, denn er ist wirklich ein toller Fahrer und ja, er hat auch Sepp sehr, sehr, sehr inspiriert. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später. Abonniert gerne und schaut auf TikTok vorbei. Ciao.